Es wird allgemein erkannt, dass das Verhalten innerhalb der Gesellschaft, sowohl der muslimischen Gesellschaft als auch der weiteren allgemeinen Gesellschaft, neuen Bedingungen unterworfen ist. Verschiedene Verhaltensformen, Etiketten, verschiedene soziale Beziehungen verändern sich rasant. Unter diesen Umständen ist aber andererseits das seelische und körperliche Wohlbefinden in einer gewissen Gefahr, denn es ist notwendig, dass die Beziehungen zwischen dem Menschen und Allah, die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, die Beziehungen zwischen Freunden und Verwandten geregelt sind. Deswegen ist es wichtig in diesem Thema, dass man weiß, wie man tragfähige Beziehungen aufbauen kann, wie man schwierige oder wie man umgangssprachlich sagt, giftige Beziehungen erkennen und entsprechend umwandeln kann, wie man sich gegenüber sozialen Verwerfungen und asozialem Verhalten gegenüberstellt und wie man überhaupt ein Verhältnis entwickelt zu Menschen und Beziehungen, damit man versteht, wie menschliche Beziehungen aufgebaut werden. Insgesamt gesehen, der große Zusammenhang ist, dass man den sozialen Zusammenhalt und die sozialen Beziehungen aus islamischer Sicht betrachtet. Das zweite Thema. Es ist bereits viel gesagt worden zu Adab und Akhlaq, also zu den lobenswerten Verhaltensweisen und den lobenswerten Charaktereigenschaften. Aber in konkreten Situationen fällt es vielen Menschen schwer, festzustellen, wie zeigt man denn zum Beispiel beim Handel, zum Beispiel in menschlichen Begegnungen, zum Beispiel in geschäftlichen und auch in künstlerischen Umständen den richtigen Adab, den richtigen Akhlaq. Wie soll es im Einzelnen stattfinden, dass man in Situationen des Lernens, in Situationen des Begegnens die richtigen Achlag-Formen herauskommen lässt und einen entsprechenden Adab, eine entsprechende Verhaltensweise an den Tag legt? Wie kann man es schaffen, dass man sich so verhält, dass man auf der einen Seite eine Win-Win-Situation hervorruft, wo alle Beteiligten gewinnen und andererseits seine Würde beachtet und die Würde des anderen? Das ist das wichtigste Thema, was an diesem Tag besprochen werden soll. Assalamu alaikum wa rahmatullah.